So Leute, wir haben eingekauft und jetzt sind wir hier in der Küche im Küchenstudio. Alles professionell eingerichtet. Das Einkaufsvideo könnt ihr euch gerne anschauen. Ich werde das unten nochmal verlinken. Das ist das Video, was wir vorher gemacht haben. Okay, Kevin. Jo. Es kann losgehen. Wir machen drei Gänge. Richtig. Genau. Ich habe das da alles schon mal vorbereitet, was zum jeweiligen Gang gehört. Hier zum Beispiel haben wir machen eine Currysuppe. Eine schöne Currysuppe mit Gambaspieß. Haben wir hier die schöne Gourmet-Gambas, Tiger Prawns. Dann haben wir hier Gemüsefond, Staudensellerie, Kokosöl brauche ich für beide Gänge, deswegen steht das hier zwischen. Sahne, Curry, Möhre, frische Bio-Limette, Chili-Zitronenöl, super lecker. Paprika, Kokosmilch. Für die Keto-Burger habe ich hier die jeweiligen Brote, die könnt ihr euch in einem ganz bestimmten Video auch angucken. Da müsst ihr einfach auf die Infobox klicken, da zeige ich euch genau, wie das funktioniert. Dann habe ich hier, wie gesagt, nochmal das Kokosöl, frische Bio-Zitrone, immer wichtig, die braucht ihr nicht so heißem Wasser abwaschen. Salatherzen, Frischkäse, Lauch, schöne Hass-Avocado, Knoblauch. Dann haben wir hier zuckerfreien Senf, Stevia, das ist dann auch für die Guacamole, kommt ein Tick Stevia rein. Salz-Dillgurken sind auch ohne Zucker. Dann habe ich hier schönes rosa Himalaya-Salz, Pfeffer, frisches Rinderhack, Parmesan und Ziegenkäse. Hier haben wir schön Eiweißpulver. Auf der Basis basiert das. Das wird dann mit dem... Neutral. Genau, das ist ohne Geschmackszusatz. Dann haben wir hier Mandelmus. Das wird mit dem Eiweißpulver zusammen verquirlt nachher. Und das ist dann die Füllung für unsere Peanut Butter Cups. Also das ist Mandelmus, also eigentlich Almond Cups. Haben wir hier die jeweiligen Förmchen. 99%ige Kakaoschokolade und Macadamia-Nüsse gemahlen. Das ist es schon. Ich habe jetzt die Zutaten alle vorbereitet für die Currysuppe. Da habe ich hier einmal die Paprika mundgerecht geschnitten. Ja, der Mund muss voll sein. Und den Staudensellerie ein bisschen feiner. Und hier habe ich die Karotte geschnitten, ein bisschen in Stifte, dann ein bisschen Knoblauch vermischt. Und die Garnelen habe ich schon mal aufgespießt und die habe ich mariniert mit dem Chili-Zitronenöl, Salz, Pfeffer und Knoblauch. Das wird dann angebraten und das zeige ich euch gleich aber erst. Aber erstmal werden die drei Zutaten angeschwitzt, der Staudensellerie, Karotte und Paprika. Das wird jetzt schön mit Kokosöl angeschwitzt. Dann wird das Ganze mit Gemüsefond abgelöscht. Dann wird das ganz kurz zum Köcheln gebracht, dann kommt die Kokosmilch dazu und dann hält man das nur noch warm, weil wenn man die Kokosmilch nämlich lange kochen lässt, dann verfliegt dieser Kokosgeschmack und das wollen wir ja nicht. Dann kommt man noch ein bisschen frische Limette reingerieben, damit das ein bisschen frischer schmeckt und dann werdet ihr schon sehen, was dabei rauskommt. Und eins wollte ich noch sagen, und zwar, wenn ihr die Zutaten alle anschwitzt, dann würde ich nicht das Curry erst hinzufügen, wenn die Brühe aufgegossen ist, sondern schon vorher mit dem Gemüse ein bisschen anspritzen, damit sich das Gewürz richtig schön entfalten kann. Das gibt einen viel besseren Currygeschmack und schmeckt dann auch nicht so bitter. Aha! Wir sind immer noch bei der ketogenen Ernährungsform, Leute, wenn ihr euch fragt. Fitnessernährung, ja, das gehört auch zur Fitnessernährung. Und ich hatte das ja schon beim Einkauf schon erwähnt, der Kevin wird das auch machen. Schauen wir mal, was da passiert. Da gehört nun mal sehr viel Käse dazu, da gehört nun mal sehr viel Sahne dazu, da gehört fettiges Fleisch eigentlich dazu, Kokosnuss und solche Sachen. Aber nach und nach werden die Leute es auch verstehen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Deshalb, die Sahne kann da auch ruhig mal rein. Genau, die Sahne, das sind jetzt 50 ml Sahne. Kommt da ein bisschen mit rein. So. Das lassen wir einmal kurz mit aufköcheln. So, und hiervon so in ungefähr 3-4 Esslöffel, ich schätze das jetzt mal so ab, Kokosmilch. Jetzt ist es einmal aufgekocht, jetzt muss das ziehen. Also das kann jeder von euch machen, selbst ich. Ich meine, ich mache ja immer so die Basics, immer so leichte Sachen. Aber sowas, so eine Suppe ist schon mal ganz cool, wenn man halt nicht so viel Appetit hat auf eine feste Mahlzeit. Das kann man auch immer wieder aufwärmen. Ne? Ich denke mal, ja. Man sagt ja auch manchmal bei Suppen, wenn man es aufwärmt, ist es noch schmackhafter. Dann schmeckt sie noch besser, weil sie dann richtig schön durchgezogen ist. Boah, sauber. So, da kommt jetzt noch ein Saft von einer halben Limette rein.
Sehr würzig schon. Und noch ein Tick Chili. Das ist es, glaube ich. Die lassen wir zwischen ziehen. Also nicht wundern, das ist eine sehr dünne Suppe, ist keine Cremesuppe, da wird nichts abgebunden, weil man in zum Beispiel Mondamin, da sind auch wieder viele Kohlenhydrate drin und die muss man natürlich weglassen. Dann fangen wir jetzt mit den Gambas an, solange die Suppe hier ein bisschen zieht. Da habe ich hier natürlich schon einen Spieß vorbereitet. Da kann ruhig auch wieder gleich ein bisschen Chiliöl ran. So, auch ein bisschen Kokosöl. So, die Pfanne ist heiß. Viele haben, wenn das raucht, sagen sie, oh mein Gott, die Pfanne brennt, das stimmt nicht, dann wissen wir, sie ist heiß. Okay. So, dann tritt jetzt da rein. Ein bisschen Öl gebraten. Raucht ein bisschen, ist aber gar nicht schlimm. Wenn ihr mal in Thailand auf dem Markt seid, dann werdet ihr sehen, genau so muss das aussehen. Das Gute ist bei der ketogenen Ernährungsform, dass man mit Öl und Butter und so weiter nicht unbedingt sparen. Im Gegenteil. Genau, das finde ich auch so gut und deswegen werde ich das auch mit durchziehen. Ja, du hast ja immer gesagt, Fette sind ja halt die Geschmacksträger und ohne Fette geht gar nicht. Dann ist das schon komplett die Mahlzeit, ja? Das ist schon die Mahlzeit, komplett fertig. Super. So, und das ist die Suppe, wenn sie fertig ist. So, jetzt geht's an die Keto-Burger, wie schon versprochen. Und ich zeige euch nochmal kurz, was ihr dafür genau braucht. Hier haben wir einmal Dillgurken, Dillsalzgurken, keine Gewürzgurken nehmen, da ist meistens Zucker drin. Dann Naturfrischkäse. Dann habe ich hier Chili und Knoblauch für die Guacamole, sowie hier halt auch die Avocado, Zitrone, dann Romano-Salat, Ziegengouda, Parmesan und die Burgerbrötchen. Wie ihr die Burgerbrötchen macht, könnt ihr in der Beschreibung lesen, da ist der Link und dann könnt ihr sehen, wie die Burgerbrötchen gemacht werden. Dann habe ich hier noch ein bisschen für, um die Guacamole ein bisschen zu süßen, ein bisschen Stevia, da kommt eine Messerspitze von rein. Und nochmal der zuckerfreie Senf. Und los geht's. Wie ihr die Guacamole macht, das zeige ich euch, das ist super easy. Ihr nehmt eine Gabel, dann eine möglichst essreife Hassavocado, eine Zitrone, dann nehmt ihr ungefähr Saft einer halben Zitrone, damit sie nicht braun wird, das ist ganz, ganz wichtig. Chili und Knoblauch und der Frischkäse. Und ganz einfach, das wird einfach alles zusammen gemixt. Eins. Zwei. Bei Bedarf könnt ihr auch noch ein bisschen Salz, Pfeffer ranmachen. Zack. Und. Also, du machst es einfach mit einer Gabel. Du bist ja kein Mixer oder so. Genau. Muss nicht sein. Ich zerstampfe das immer mit einer Gabel. Okay. Genau. Dann nimmt ihr eine Gabel und geht vorsichtig da rein und dann zerdrückt ihr das allmählich. Und dann geht's jetzt an die Burger Patties. Ich packe jetzt mal die Burger Patties in die heiße Pfanne. Du kannst auch bei Bedarf die Burgerbrötchen nochmal antoasten. Ich lasse sie jetzt so wie sie sind. Oder in die trockene Pfanne packen, einmal oben und unten oder in den Ofen packen. Das geht auch. Aber da müsst ihr halt echt aufpassen, dass ihr euch nicht verbrennt. Und so, jetzt warten wir noch auf die Patties und das war's dann schon. Dann belegen wir das. Und dann guten Appetit. Das Fleisch ist soweit fertig, das lassen wir jetzt beiseite stehen. Bei der Dicke absolut ausreichend. Ich mache kein Ei in die Rindfleischhackmasse, ganz wichtig. So, und dann macht ihr hier ein bisschen was von der Avocado-Creme drauf. So, und dann kommt dann Salat drauf. So. Kommt hier Gurke. Das ein bisschen getoppt mit Senf. Hier auf die Burger Patties in der Zeit kann man ruhig schon ein bisschen Käse drauflegen. So, über den Salat können wir dann auch mal ein bisschen Parmesan reiben. Also es ist absolut der Hammer. Also es ist, du musst auf nichts verzichten. So. Das muss gar nicht großartig zerlaufen, das reicht schon, wenn der Käse ein bisschen weich wird. Der wird im Brötchen noch weich. Und dann macht ihr hier nochmal so ein bisschen von Avocado-Creme drauf. Nur so ein bisschen, damit das nicht zu trocken wird. Ihr könnt auch Ketchup kaufen, gibt es ja mittlerweile auch schon. Zucker zum Beispiel. Ja. Ne? Dann kommt hier nochmal ein Tick Senf. Ja, die arbeiten mit Eric Ried.
Das kann man bei der ketogenen Ernährung auch nehmen. Das ist der Keto-Burger. Wow. So, und dann sind wir auch schon beim Dessert, was wir euch versprochen haben. Wir machen jetzt die Almond Cups. Das sind so kleine Schokotaler gefüllt mit Mandelcreme. Und dafür brauchen wir Eiweißpulver. Das kann man sich so gut abschätzen. So ein Deckel von Eiweißpulver, das sind so ungefähr 25 Gramm. Casein, ohne Geschmack. Genau, ohne Geschmack, ganz geschmacksneutral. Dann haben wir hier Bio-Mandelcreme, Mandelmus, 99% Kakao-Schokolade, ganz wichtig. Und Macadamia-Mehl, also gemahlenes Macadamia-Nüsse. Die ganze Tafel hat gerade mal 4 Gramm Kohlenhydrate, das heißt, da ist kaum Zucker, nur 0,5 Gramm Zucker auf die ganze Tafel. Also kann man sich mal gönnen, aber ich esse da doch lieber die 85%igen oder die 90%, die kann man auch essen, die haben ein bisschen mehr Zucker, aber es sind, da bewegen wir uns auch bei 2-3 Gramm und nicht bei 20-30 Gramm wie bei normalen Schokoladen. So. Alles klar. Fangen wir mal an. Okay, wir müssen die Schokolade schmelzen. Wir nehmen erstmal nur eine Tafel. Und da wir den Rest ja später nochmal brauchen, also werde ich jetzt erstmal einen Teil schmelzen, dann die Form ausfüllen, die werden dann kalt gestellt. In der Zeit mache ich die Creme fertig und sobald die dann fertig sind und ich die raushole, kommt die nächste Schokoladenschicht drauf und dann kann man die aushöhlen, nachdem man die dann nochmal gekühlt hat allerdings. Und dann sind die schon verzehrfertig. Und das ist es schon. Und dann kommt ein bisschen Nuss rüber und guten Appetit. So, ich habe die Schälchen jetzt mit der Schokolade gefüllt und dann immer so hin und her gewippt, damit sich die Schokolade vernünftig am Rand verteilt. Jetzt ist das so eine Art Schale. Jetzt stelle ich das ins Eisfach für 10 Minuten, damit man das nachher richtig schön lösen kann und die Creme schön füllen kann. Und dann kommt am Ende nochmal Schokolade drüber und dann wird es nochmal kurz kalt gestellt und dann ist fertig. So, und für die Mandelcreme, da benutzen wir dann das Eiweißpulver. Das sind 25 Gramm auf den Gramm genau und neutrales Casein. Ja. Genau. Und das wird dann einfach unter die Mandelcreme gehoben und miteinander verrührt. Casein hast du deshalb genommen, weil es halt ziemlich fest wird. Genau, das wird dann halt eine richtige, also eine richtige, wie kann man das nennen? Eine sämige Masse. Genau, eine richtig sämige Masse. Und das sieht dann ungefähr so aus, sieht dann so ein bisschen aus wie ein Teig. Machst du da sonst irgendwie Gewürze rein oder so? Oder ja, man kann, oder sowas? Ja, man kann, ja, da kann man mit spielen, mit dem Gedanken. Man kann mit Zimt arbeiten, wenn man es jetzt ein bisschen weihnachtlicher haben möchte. Oder ich habe jetzt zum Beispiel mit ein bisschen Stevia gearbeitet, das habe ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Oder man macht noch ein bisschen Zitronenschale rein, damit man so eine Zitrusfrische kriegt, oder Orangenschale oder Chili. Man kann da komplett seine Kreativität freien Lauf lassen. So, und damit füllen wir gleich die Cakes und dann kommt nochmal Schokolade drauf. Und dann werdet ihr sehen, was ihr dazu schnückern bekommt. So, dann schauen wir mal, ob die Cakes schon angefroren sind. Jawohl. So sehen die dann aus. Jetzt füllen wir die mit der Mandelcreme. Wow, das ging ja schnell. Genau, ihr müsst da ein bisschen den Rand überlassen, gleich. Weil sonst läuft euch die Creme raus. Und dann nehmt ihr die Schokolade. Und macht den Rest drüber. Das Ganze kommt nochmal für 5 bis 10 Minuten in Gefrierfach und dann sind sie fertig. Ein paar Sekunden später. So, jetzt sollte der Cup oder die Cups auch fertig sein. Und jetzt muss man hier ganz vorsichtig am Rand, also wie Eiskonfekt im Prinzip, lösen. Und dann hat man so Cups. Kevin, ich muss noch was dazu sagen. Ja. Also diese Cups sind super lecker, aber von kalorientechnisch haben sie nicht weniger als die normalen Cups. Allerdings natürlich kaum Kohlenhydrate. Das ist der Clou an Keto-Diät. Man kann ruhig die Kalorienzahl zu sich nehmen. Man vermeidet einfach diese Insulin-Peaks und dadurch, dass sie halt sehr viel Fett haben, beziehst du auch die Energie auch über Fett. Und von Kalorien her, wenn du abnehmen möchtest, solltest du schon darauf achten. Also so ein Ding, ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, hat schon ordentlich Dampf dahinter. Allerdings bei einer ketogenen Diät oder Low Carb Diät ist es bestens geeignet. Da musst du auch gar nichts verzichten. Du kannst ganz lecker wie sonst auch immer essen.
und merkst nicht mal, dass du eine Diät machst. Soll ich mal anbeißen? Anbeißen oder anschneiden? Also meinst du anbeißen, weil ich das Ganze anschneiden, ja. Weil meiner zerläuft so ein bisschen, hält ein bisschen länger. Nee, aber ich glaube da gerade das ist gut. Das ist ziemlich geil. Alter, ey Max, das macht komplett den Mund voll. Kannst du kaum reden? Also ist geil, aber man merkt schon, dass das 99% Kakao hat. Jetzt haben wir unsere Show gemacht, unser Essen gekocht. Der Kevin hat es gekocht, ich habe gegessen. Ich hatte euch ja gesagt, ich hole mir halt Profis hinzu und das ist der absolute Profi. Auch er hat das erste Mal diese Gänge gekocht, ja. Und du warst auch selber sehr aufgeregt. Und ja, bei diesem Dessert, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt nicht alles aufgegessen, ich werde es noch essen. Da müssen wir zugestehen, das hat uns nicht so sehr geschmeckt. Nicht so lecker! Da müsste man halt vielleicht mit anderen Zartbitter-Schokosorten arbeiten. Also nicht, dass wir Lind nicht gut fanden, sondern das war uns halt zu hochprozentig. Weil die würden sagen, ey, aus so einem kleinen Cake würde ich dann halt eine halbe Stunde zerren, wenn ich das mal stöckchenweise esse. Für die Schlinger, die alles runterschlingen, die würden ersticken, ganz sicher. Genau, und wir haben gerade nebenbei von einer dritten Person einen Tipp gekriegt, vielleicht sollte man das einfach noch länger drin lassen, dass es noch kühler ist und dann vierteln. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass das so als so einen kleinen Snack, süßen Snack, das ist ja nicht mal süß, würde das glaube ich schon ganz gut passen. Allerdings, wenn man sich jetzt so einen ganzen Cup reinzieht, Leute, reicht. Respekt. Reicht, ne, sowas. Ja. Keiner. Daumen hoch, wenn ihr das gut gefunden habt und wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was wir noch machen können. Wir werden halt des Öfteren noch kochen, wir werden aber auch noch andere Sachen machen, also wo wir vielleicht mal irgendwo im Wald vielleicht kochen oder so, ja, ohne irgendwelche Materialien. Sagt uns das einfach und würden uns natürlich über einen Daumen hoch auch freuen. Das Video ist frei zur Verfügung, könnt ihr gerne auch teilen oder eure Leute markieren. Recht herzlichen Dank. Genau, eine Sache habe ich noch zu sagen. Das waren jetzt drei Rezepte aus dem Internet, die wir jetzt gecheckt haben. Zwei für extrem gut empfunden. Das letzte, ja, haben wir ja gerade gesagt. Bei den nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall euch zeigen, ketogene Rezepte von uns, die ich selber entwickle und mit Murat zusammen. Und dann mal gucken, wie die Ergebnisse da werden. Und aus.